Scharf geschnittene schwarz-weiße Kontraste oder Formveränderungen. Alles Merkmale von Holzschnitten, die in der Ausstellung Flächenbrand Expressionismus im Buchheim-Museum zu sehen sind. Die Werke gehören Josef Hirling. Der Tutzinger sammelt seit über 50 Jahren Bilder von unbekannten Künstlern des Expressionismus. Sie sammeln Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die weniger bekannt sind. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich habe ursprünglich die großen Namen gesammelt in dem Holzschnitt. Schmidt-Rottluff, Heckel, Kirchen und so weiter. Habe dann festgestellt, dass es großartige Holzschnitte von vollkommen unbekannten Künstlerinnen und Künstlern gibt. Und dann, das fand ich viel interessanter. Das Entscheidliche war, und je interessanter war es für mich, je qualitätvoller die Arbeiten waren und je unbekannter. Das war mein höchstes Ziel, also möglichst qualitätvolle Arbeiten zu finden, die unbekannt sind, die durchs Raster der Kunstgeschichte gefallen sind. Das war meine Hauptinspiration. Und was ist da alles dabei? Sie sammeln ja nicht nur Holzschnitte wie diese hier, sondern auch andere Werke. Meine Hauptsammlung ist eigentlich der expressive Realismus. Das hat hier auch schon stattgefunden. Das war vor 2 Jahren die Ausstellung Wahrheitsmalerei hieß das. Und das ist die Künstlergeneration, die um die Jahrhundertwende geboren ist und sozusagen in der Weimarer Zeit sehr erfolgreich waren. Dann kam die Nazizeit und da sind sie also in die Verschollenheit geraten. Und nach 1945 hatten sie keine Chance mehr, weil die Abstraktion sozusagen das Maßgebliche war. Aber der Holzschnitt hat mich interessiert, je unbekannter und je qualitätvoller. Das war übrigens mein erster Holzschnitt von Fritz Schäfler. Fritz Schäfler hat an der München Akademie gearbeitet. Er musste 1916 in den Ersten Weltkrieg und ist dann schwer verwundet worden und ist dann 1919 wieder zurück nach München und hat dann für die Zeitschrift Der Weg, das war eine Revolutionszeitschrift in München, gearbeitet. Und der Holzschnitt, das war ja der Clou in dieser Zeit, konnte man einfach vom Holzstock drucken und darum ist es in den Zeitschriften so populär geworden. Und was ist jetzt genau zu sehen auf diesem Holzschnitt? Ein Geiger, ein ganz expressives Werk, ein Geiger, der ganz ausdrucksstark ist und ich sage, das kann man wirklich nach zu erstklassigen Werken des Expressionismus zählen. Also 1919 entstanden. Und es gibt ganz wenige, keine Auflagendrücke, es sind ganz wenig Exemplare nur erhalten. Flächenbrand-Expressionismus. Warum haben Sie überhaupt den Namen gewählt? Ja, Flächenbrand, das zielt ab auf den großen Effekt, den der Holzschnitt hatte, auf die Verbreitung des Expressionismus. Diese Drucktechnik hat nämlich ermöglicht, den Künstlerinnen und Künstlern ihre Blätter zu produzieren und zu vervielfältigen. Es ist die Zeit der ersten Kunstzeitschriften, wie zum Beispiel der Sturm oder die Aktion. Und so hat eben die Verbreitung ein richtiges Ausmaß bekommen, wie ein Flächenbrand. Warum haben Sie sich entschieden, dass Ihre Werke hier ins Buchheim-Museum kommen? Ja, gibt kein besseres und keinen besseren Platz für mich. Warum? Das Buchheim-Museum ist ein reines Expressionistenmuseum und es schließt also einmal die Grafik gehört dorthin und die Folgegeneration, was ich vorhin erzählt habe, der expressive Realismus ist ja die Folgegeneration der Expressionisten. Also ich wüsste kein Museum, das besser anschließt. Also im Buchheim-Museum. Und sammeln Sie weiter oder ist Ihre Sammlung abgeschlossen? Im Grunde ist sie abgeschlossen. Bei den Holzschnitten ist auch kaum noch was zu erwerben. Hin und wieder mag mal so ein Blatt auftauchen. Es ist ja meistens in den beiden Kriegen viel untergegangen. Und also es taucht ganz wenig noch auf. Also wenn irgendwas Exemplarisches auffallen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich es noch erwerbe. Aber im Grunde, es sind ja über 1000 Blätter, also das reicht. Wir sehen ja hier knapp 200 Blätter nur und von 135 Künstlerinnen und Künstlern. Also ich denke, das reicht. Und was würden Sie sagen, ist auch so das ganz Besondere an diesen Holzschnitten?
Das Besondere ist, ich kann nur sagen, die Qualität, und zwar die vergleichbar ist, sagt nicht nur ich, sondern auch der Grafikspezialist Ron Mannheim, der die Ausstellung kuratiert hat, dass eben die Spitzenwerke neben den bekannten Werken absolut qualitätvoll standhalten. Das ist der Clou der Sammlung. Und dass sie eben vollkommen unbekannt sind. Die meisten von den 88 Künstlern, die jetzt hier zu sehen ist, da sind vielleicht eine Handvoll, die auch in der Kunstgeschichte halbwegs bekannt sind. Die Rest sind vollkommen unbekannt. Und das ist der Clou der Ausstellung, dass man vollkommen Unbekanntes in einer unglaublichen stilistischen Vielfalt die Qualität sehen kann. Die Themen der Ausstellung? Stadtleben, Mensch und Natur, Industrie oder Gesellschaftskritik. Eines der kleinsten Werke ist das Liebespaar von Evarist Adam Weber. Wir haben es deshalb als Hauptbild der Ausstellung gewählt, weil es wirklich sehr deutlich zeigt, was der Expressionismus eigentlich ist. Wir sehen sehr scharfe Konturen und Kanten. Alles ist ein bisschen ineinander verwoben. Man weiß nicht genau, wo endet der Körper des Mannes und der Körper der Frau. Und sie sind auch noch in der Natur eingebettet, so als würden sie darin aufgehen. Welche Botschaft wollen Sie auch den Besucherinnen und Besuchern hier mit der Ausstellung vermitteln? Also hier kann man wirklich sehen, wie vielfältig der Expressionismus ist. Also wie viele Stilrichtungen es gibt. Wir haben einige der bekannteren Künstler von Brücke und Blauer Reiter. Aber Josef Hirling hat in seiner Sammlung wirklich auch die unbekannteren Namen gefunden und sich ganz auf die Qualität konzentriert und zusammen mit dem Kurator Ron Mannheim eine unglaublich tolle Auswahl getroffen. Also dass man wirklich einen guten Eindruck bekommt, ja, wie vielfältig, wie viele Stile es gibt. Also kann man hier die unbekannteren Künstlerinnen und Künstler auch so ein bisschen näher kennenlernen? Ja, wir haben von Seiten des Museums dann Recherche betrieben und sind auch noch nicht ganz am Ende. Also auch für uns ist das eine große Möglichkeit, unbekanntere Namen ja jetzt nachzugehen. Wir haben ja Biografien zusammengeschrieben und das kann man hier auch auf so einem Tablet sehen. Die Sammlung von Josef Hirling gilt als eine der feinsten Holzschnittsammlungen des Expressionismus. Über 1000 Werke hat er bisher zusammengetragen. Nur das Rifkin Center in Los Angeles besitzt noch mehr Bilder. Warum haben Sie auch irgendwie diese Intention, diesen Künstlern eine Bühne zu geben? Ein Stück Wiedergutmachung ist das, die sozusagen total vergessen sind und so qualitätvolle Arbeiten geleistet haben. Das war mein Interesse und mein Ehrgeiz, diese aus der Versenkung zu holen. Und das ist ja hier ein Stück gelungen, denke ich.